Das ist natürlich Relevanz für Berlin, wie diese Wahlen ausgehen. Der zweite Grund ist, so tragisch es ist, man muss überhaupt lernen, jede negative Erscheinung hat immer eine kleine positive Seite. Die AfD, die ich ja nicht ausstehen kann, aber die kleine positive Seite ist, weil so viel gewählt wird, interessieren sich plötzlich für den Osten. Weil sie sich fragen, ja, was ist denn da los? Nun wird die AfD natürlich auch im Westen gewählt. Es ist gar kein rein ostdeutsches Problem, aber sie wird prozentual stärker im Osten gewählt. Das stimmt. Und das hat Gründe. Das erste ist, dass zum Ende der DDR die Leistungen der Menschen in der DDR nie anerkannt worden sind. Nie wurden die Arbeitsleistungen anerkannt. Es wurde immer so getan, nichts taugte, was von dort kam, etc. Das demütigt und ist völlig überflüssig. Und im Übrigen haben wir die Handwerksmeister in NRW gesagt, sie stellen überhaupt nur noch Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus der früheren DDR ein, weil die noch reparieren können, während ihre nur Blöcke wechseln konnten. Wieder sowas. Ein Mangel an Material macht dich erfinderisch. Also du musstest Lösungen finden. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte, ich glaube von einem Turbinenwerk in Brandenburg, das habe ich besucht. Und der Eigentümer, selbstverständlich aus den alten Bundesländern, der Geschäftsführer selbstverständlich aus den alten Bundesländern, haben mich begrüßt und wir haben uns auch nett unterhalten. Und dann sagten sie, sie haben nur Ingenieure aus den alten Bundesländern und nur einen einzigen von der Interflug übernommen. Und dann kam damals noch Stolpe zur Eröffnung des Werkes, ZDF war auch da, er hatte auch seinen roten Knopf. Dann war der Moment da, er drückte drauf, nichts lief, nichts. Alle Ingenieure stürmten an ihre Computer, nur nicht der von der Interflug. Der ging an eine Maschine, klappte wie auf mit dem Schraubenschlüssel, sagte, was machst du da, was machst du da? Machte so, sagte, drücken Sie nochmal, und das lief. Seitdem ist er der Held des Unternehmens, wollte ich nur mal nebenbei erzählt haben. Wir brauchen überhaupt mehr Stolz, kann ich nur sagen. Und es wird auch höchste Zeit, dass wir diesen Stolz entwickeln. Ich weiß, dass die AfD mit vielen Umständen argumentiert. Das erste ist, dass die Welt unübersichtlich geworden ist. Warum ist sie unübersichtlich geworden? Im Kalten Krieg war es klar, da war der Osten, da war der Westen und dann gab es die Blockfreien. Niemals hätte sich der Westen erlaubt, jemanden zum Feind zu erklären, den ein Teil des Westens zum Freund erklärt hätte. Und umgekehrt. Heute ist das alles ganz anders. Die USA erklären den Iran zum Feind, die EU macht nicht mit. Also muss man ja auch mal sehen, das sind jetzt alles Widersprüche, die früher so nie aufgekommen wären. Das macht die Welt unübersichtlich. Was ist denn das Interesse von Saudi-Arabien und dem Iran an dem Syrienkrieg? Fragen Sie mal, die 700 Bundestagsabgeordneten sind mindestens 100 zu viel. Das ist auch noch ein anderes Thema. Also fragen Sie die doch mal, wenn Sie 5 finden, die Ihnen darauf eine glaubwürdige Antwort geben können, ist das ein Erfolgserlebnis. Das heißt, es überfordert viele, auch uns, auch Sie. Und da kommt die AfD und sagt, zurück zum alten Nationalstaat, dann geht uns das alles gar nichts mehr an. Das ist natürlich eine Lüge. Das geht überhaupt nicht. Die Weltwirtschaft ist so miteinander verflochten, dass jedes Problem auf der Erde auch zu uns kommt. Und es gibt etwas Neues, womit man sich auch zu wenig beschäftigt hat. Also wir haben doch in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun ist aber das Handy erfunden worden und das Internet. Nun wissen sie ganz genau, wie sie leben würden, wenn sie nicht dort lebten, sondern hier oder in den USA oder anderswo. Darauf hat sich niemand vorbereitet. Keine einzige Regierung. Das Einzige, was ihnen einfällt, ist Abschottung. Aber Abschottung hilft nicht. Abschottung ist immer falsch. Es verschafft dir höchstens eine Pause. Und dann werden die Probleme unlösbar. Abgesehen davon, dass ich aus Berlin komme und sowieso leicht mauergeschädigt bin, weiß ich aber, dass Mauern Probleme niemals lösen. Sondern die Linke muss begreifen, die soziale Frage war immer überwiegend eine nationale, sie war schon immer auch eine internationale, aber sie war überwiegend eine nationale, sie ist jetzt eine Menschheitsfrage geworden. Billiger ist es nicht zu haben. Und Herausforderungen sich nicht zu stellen, sondern sie zu leugnen und zu glauben, man kann die Geschichte 70 Jahre zurückdrehen, ist eine absolute Illusion und vergrößert nur alle Schäden. Deshalb ist die AfD mit Sicherheit keine Alternative. Das Zweite, die Flüchtlinge. Also, es gibt jetzt zurzeit auf der Erde über 70 Millionen Flüchtlinge. Über 70 Millionen. Davon sind 3,5 Millionen in Europa. Wir tun so, als ob wir die alle hätten.
Das ist aber ein schwerer Irrtum. Die meisten Flüchtlinge gibt es in Afrika, in Lateinamerika. Und das sind viel ärmere Staaten, die das irgendwie durchwirbeln müssen. Ich sage Ihnen nur einen Vergleich, nur einen Vergleich. Im Libanon gibt es pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 164 Flüchtlinge. In Deutschland gibt es pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 12 Flüchtlinge. 12. Die AfD tut so, als ob es 900 wären. Das ist aber ein schwerer Irrtum. Es sind nur 12. Und das muss noch zu verkraften sein. Und ich sage noch etwas. Die Art, wie wir den Umgang damit pflegen, ist natürlich völlig falsch. Wenn du die Leute anderthalb Jahre in Heim sperrst, den Männern verbietest, ihre Frauen nachzuholen. Ich kenne Männer, ich weiß, was dann passiert. Das kann man sich alles ausrechnen. Wenn sie nicht arbeiten dürfen, das ist alles daneben. Wer integrieren will, der muss dafür sorgen, dass sie die deutsche Sprache erlernen, dass ihre Qualifikationen anerkannt werden, beziehungsweise sie welche erwerben. Und sie müssen lernen, sie dürfen unsere Kultur bereichern, aber niemals einschränken. Niemals einschränken. Ich habe mal zu einem gesagt, dass sie Aktfotos nicht mögen. Kann ich gut verstehen, die müssen sich auch nicht ansehen. Aber sie dürfen keinen Kampf gegen die Aktfotos führen, weil die Bestandteil unserer Kultur sind. Aber sie dürfen Bestandteile ihrer Kultur, die wir gar nicht kennen, versuchen bei uns einzuführen. Bereicherung ist immer zulässig. Zum Beispiel die deutschen Flüchtlinge in China zwischen 33 und 45 haben nie ein Wort gegen die Peking-Oper gesagt. Das stand ihnen auch nicht zu. Aber sie haben gesagt, ihr hört euch mal so eine Verdi-Oper an, die klingt auch nicht schlecht. Das heißt, der Versuch zu erweitern ist immer völlig legitim. Und dann würden wir das alles auch verkraften, wenn wir hier eine andere Politik machten. Aber die Aufgabe der Linken ist nicht die Diskussion über Zahlen. Die Aufgabe der Linken besteht darin zu sagen, was sind die Ursachen der Flucht und wie werden sie am wirksamsten bekämpft. Das ist das Entscheidende. Und da gibt es Ursachen. Ich sage Ihnen mal nur ganz wenige Beispiele. Wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren kann. Trotzdem sterben laut UN-Statistik jährlich 18 Millionen Menschen an Hunger. Warum? Ich hatte ein wunderbares Streitgespräch in einem Magazin in Berlin mit dem Vorsteher eines... Nö, es reicht noch, danke schön. Mit dem Vorsteher... Wir können uns ökologisch nicht leisten, Wasser wegzuwerfen. Wo kommen wir denn da hin? Also, ich will nur sagen, ich hatte ein wunderbares Streitgespräch mit dem katholischen Vorsteher eines Klosters. Und das Problem bestand darin, dass der ständig den Papst Franziskus angriff, sodass ich in die Rolle kam, den Papst ständig verteidigen zu müssen. Dass das mal meine Rolle wird, war mir auch neu. Aber so verändert sich halt das Leben. Und zwar sagt er, wieso sagt er den Satz, Wirtschaft tötet? Das regte den richtig auf. Und da habe ich gesagt, darf ich versuchen, den Heiligen Vater zu interpretieren? Und dann hat er mir das erlaubt und dann brachte ich dieses Beispiel. Da stimmt doch was mit den Wirtschaftsstrukturen nicht, wenn du die Menschheit zweimal ernähren kannst und 18 Millionen an Hunger sterben. Dann wird mir immer gesagt, das eigentliche Problem ist, dass die Menschheit wächst. Irgendwann haben wir keinen Platz mehr. Sage ich, da gibt es zwei Alternativen, das Problem zu lösen. Die eine ist, wir machen Atomkrieg und dann sind wir nur noch die Hälfte oder so. Wenn man das aber nicht will, und ich gehöre zu denen, die das nicht wollen, und ich glaube, die große Mehrheit der Menschheit auch nicht, dann gibt es nur einen anderen Weg. Wir müssen die Armut überwinden. Armut erzeugt immer viele Kinder. War in Deutschland ganz genauso. Im Mittelalter waren 7 bis 12 Kinder völlig normal. Weil du dann immer denkst, naja, ein Kind ist dabei, das reißt wieder alles raus. In dem Moment, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir etwas besitzen, dann überlegen wir uns, wie oft wir teilen. Das reduziert die Zahl der Kinder. Und das Zweite ist die Gleichstellung der Geschlechter. In vielen Gesellschaften wird den Frauen gesagt, euer Platz ist Herd, Küche und die Kinder. Wenn die das akzeptieren, sagen die, ob nun 4 oder 6 Kinder, ist mir wurscht, die erziehen sich sowieso untereinander. Wenn wir weltweit durchsetzen, dass die Frauen die gleichen Chancen haben auf Ausbildung und Bildung, auf berufliche Tätigkeit und berufliche Karriere, dann sagen sie, mehr als 3 Kinder schaffe ich nicht. Das löst das Problem des Wachstums der Menschheit. Nichts anderes. Aber im Kern stehen wir vor einer Frage, dass der Reichtum in wenigen Händen sich sehr konzentriert und die Armut sich verbreitet. Auch in Deutschland. Ich will aber mit der AfD noch abschließen, weil ich habe ja gesagt, der Weg zurück geht nicht. Und jetzt tun Sie so, als ob Sie die Wende vollenden. Das ist nun wirklich die absolute Unverschämtheit, kann ich nur sagen. Die Wende hat zum Mauerfall geführt und nicht zum Ruf nach neuen Mauern.
Die Wende hat Freiheit für alle gefordert und nicht nationalen Egoismus. Die Wende hat Meinungsfreiheit gefordert und nicht Hass und Pöbeln im Internet und auf den Straßen und Terror gegen Andersdenkende. Das ist ein schwerer Irrtum. Aber ich sage ja immer, jede Seite negativer Erscheinung hat eine positive. Wissen Sie, was das Positive am Brexit ist? Es gibt einen Umstand, dass den anderen 26 Mitgliedsländern der EU der Austritt vergangen ist. Also das will jetzt keiner erleben, was Großbritannien gerade durchmacht. Ich habe das so gelernt in meinem Leben, immer im negativen Umstand zu gucken, was die Positive. Allerdings bei positiven Entwicklungen muss man auch immer die kleine negative Seite sehen, die es immer gibt. Zum Beispiel, man muss in ganz anderen Strukturen denken. Ich nenne mal ein Beispiel, in der DDR war es verboten, dass 70-Jährige oder Ältere zwangsgeräumt werden aus ihren Wohnungen. Gut, wenn wir das jetzt einführten, bekämen sie natürlich ab 60 keinen Mietvertrag mehr, weil der weiß, dass er sie dann nicht mehr räumen kann. Das musst du alles immer mitdenken heute. Du machst was, bist eigentlich davon überzeugt, wenn sie sagt, oh Gott, was habe ich denn da angerichtet, weil ein Nebeneffekt eintritt, den du dir nicht überlegt hast. Deshalb muss man in anderen Strukturen denken. Aber ich verstehe natürlich auch die Unzufriedenheit vieler Menschen im Osten. Ich will Ihnen auch die Gründe dafür nennen. Natürlich haben wir durch die Einheit und überhaupt durch die Wende an Freiheit und Demokratie gewonnen. Wir haben das erste Mal hier erlebt, eine frei konvertierbare Währung. Es war sehr schwer, mit der Mark der DDR in Hongkong einzukaufen. Deshalb ist ja auch keiner hingefahren. Na, vielleicht gab es noch andere Gründe. Wir haben ein viel besseres Waren- und Dienstleistungsangebot. Das stimmt alles. Aber Geld hat in der DDR nie die Bedeutung von heute. Das stört in gewisser Hinsicht. Aber es geht nicht anders bei einer frei konvertierbaren Währung. Und dann gab es in der DDR mehr soziale Sicherheit als heute. Deutlich mehr soziale Sicherheit. Nicht politische. Wissen Sie, bei uns gab es in der Bildung leider politische Ausgrenzung, aber niemals soziale. Heute gibt es kaum politische, aber massenhaft soziale Ausgrenzung. Und das verstehe ich, dass man darum kämpft, dass diese sozialen Ausgrenzungen endlich überwunden werden. Kündigungen von Arbeitsverhältnissen kannte man nicht, Preissteigerungen bei Lebensmitteln gab es nicht, bei Mieten auch nicht. Manche Wohnungen sahen auch entsprechend aus. Das ist wieder ein anderes Thema. Es ist immer nicht so, dass ich das nicht weiß. Trotzdem weiß ich, was da fehlt, was da verloren gegangen ist. Aber Kapitalismus und diese Form von sozialer Sicherheit passen nicht zusammen. Das geht einfach nicht. Und deshalb bin ich auch demokratischer Sozialist geblieben. Aber mit der Schlussfolgerung zwischen den großen Konzernen und der öffentlichen Daseinsvorsorge, privates und genossenschaftliches Eigentum zu haben, natürlich mit Rahmengesetzen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Konsumentinnen und Konsumenten ausreichend sichern. Jetzt will ich immer noch was Zweites sagen, was grob ungerecht ist in unserer Gesellschaft. Oder fange ich anders an? Bei der Herstellung der Einheit wurden drei Fehler begangen. Ich mache es ganz kurz. Der erste Fehler war, dass an der Symbolik nichts geändert wurde. Wenn du sagst, du vereinigst zwei Völker zu einem Volk, auch wenn es zwei deutsche Völker sind, und sagst, wir ändern nichts am Namen, auch nicht an der Fahne, auch nicht an der Hymne, auch nicht am Emblem, an keiner Bezeichnung einer Bundesbehörde, wir ändern gar nichts. Das seid ihr nicht wert, sagt man ja damit. Das geht einfach nicht. Und wenn es nur eine symbolische Änderung gewesen wäre, sie haben keine einzige gemacht. Der zweite Fehler war, dass sie nicht aufhören konnten zu siegen. Wenn man so überlegen ist, wie die Bundesrepublik der DDR überlegen war, wenn ich Kanzler dort gewesen wäre, hätte ich immer gesagt, schaut euch die DDR genau an, wenn die Sachen haben, die besser sind als bei uns, übernehmen wir die. Nichts, nichts haben sie übernommen. Wir waren in der Gleichstellung der Geschlechter viel weiter als die Bundesrepublik. Noch lange nicht am Ziel, aber viel weiter. Wir hatten die Polikliniken, wir hatten die Berufsausbildung mit Abitur. Es ist mir eigentlich auch egal. Wenn Sie 6, 7 Strukturen übernommen hätten, dann hätte das 2 Ergebnisse gehabt. Das eine Ergebnis wäre gewesen, dass die Ostdeutschen sich gesagt hätten, na schön, war eine Diktatur, aber 6 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Das hätte ihr Selbstbewusstsein gehoben. Und was noch wichtiger gewesen wäre, die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich ihre Lebensqualität in 6 oder 7 Punkten gesteigert hätte. Ein dieses Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Und das hat Folgen bis heute. Wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, hätte ich gesagt, na schön, habe ich damals am 3. Oktober 90 ein Glas Sekt getrunken, jetzt kostet der Osten bloß Geld, kommt keins raus, dann nörgeln sie und wären komisch. So ungefähr ist die Einstellung. Und damit muss ich mich dort immer auseinandersetzen. Und der dritte Fehler, der entscheidende, war der Wirtschaftsfehler. Die Treuhand, die Willkür.
Was hatten wir vorgeschlagen, was viel vernünftiger gewesen wäre? Wir haben gesagt, ab 1. Juni 1990 bekommt jedes Unternehmen ein Jahr lang 100% der Lohnkosten als Subvention. Ein Jahr später vom selben Betrag nur noch 90%. Wieder ein Jahr später vom selben Betrag nur noch 80% und so weiter. Im 10. Jahr 10% und dann nichts mehr. Das hätte bedeutet, dass die Unternehmen Zeit gehabt hätten, ihre Produkte bekannt zu machen, die Qualität zu steigern, die Produktivität zu erhöhen oder auch das Produkt zu wechseln, je nachdem. Und es hätte noch was bedeutet. Die Investoren aus dem Westen wären nicht verleitet gewesen, ihre Konkurrenz zu schließen, weil sie an den Subventionen interessiert gewesen wären. Dann hätten sie sich überlegen müssen, was sie machen mit dem Unternehmen, damit sie eben 10 Jahre lang auch die Subventionen bekommen. Dann hätte man eine eigenständige Wirtschaft hier entwickeln können. Sie wurde nur passgerecht gemacht für den Westen. Und das geht nicht. Außerdem wurden auch die Eliten nicht vereinigt. Da hat mir der Bundeskanzler, der damalige, gesagt, weil das seine Eliten nicht wollten. Da habe ich zu ihm gesagt, aber die Osteliten waren doch auch ihre Eliten. Das dauert eben, bis man das begreift. Das war das ganze Problem. Und daran leiden Leute noch heute. Bloß die Antwort darauf darf vieles sein, aber nicht die AfD. Um das auch ganz klar zu sagen. Wirklich. Ich kenne natürlich die Entsolidarisierung, die wir in der EU erleben. Ich sage mal Stichworte Italien, Ungarn, Polen, Tschechien. Wissen Sie ja alles, muss ich ja gar nicht näher erläutern. Aber so viel sage ich, der Anfang ging von der Kanzlerin aus. Sie weiß auch, dass sie einen Fehler begangen hat. Der italienische Ministerpräsident rief sie an, noch anstellen, ja, noch normaler, nicht dieser Vidis, die wir da jetzt haben, und sagte, wir kriegen so viele Flüchtlinge, ich schaffe das nicht mehr. Und da sagt sie, es gilt das Abkommen von Schengen. Und da steht, dass das Land, wo sie hinkommen, muss alles regeln, bis geklärt ist, ob sie einen Aufenthaltsstatus haben oder nicht, und dann erst werden sie über die EU verteilt. Immer wenn du in einer solchen Situation dich verweigerst, anstatt zu sagen, klar, wir werden helfen, ich telefoniere noch mit dem Premier in Großbritannien, dem französischen Präsidenten, vielleicht machen wir es zu dritt oder zu viert oder zu fünft. Dadurch ist die Situation eingetreten, dass wir jetzt Salvini haben. Und das kriegst du dann eben später nicht mehr so ohne weiteres repariert. Und ganz falsch war die Politik von Schäuble gegenüber dem Süden Europas. Nach 1945 haben sich die Westmächte bei der alten Bundesrepublik entschieden, sie aufzubauen mit dem Marshallplan. Und wir haben Griechenland, Spanien und Portugal gesagt, Abbau. Abbau ist die einzige Lösung. Ich möchte da keinen Volksentscheid zur EU durchführen. Ich könnte mir schon vorstellen, wie der ausgeht. Das ist falsch. Das ist der falsche Weg. Außerdem, ich will Sie mal auf folgenden Widerspruch hinweisen. Wir sind Exportweltmeister. Das heißt, China exportiert zwar mehr als wir, aber wir sind Weltmeister, weil wir weniger importieren. Also netto sozusagen sind wir die größten Exporteure. Das heißt doch, dass wir mehr herstellen, als wir brauchen. Das heißt auf der anderen Seite, dass wir Staaten brauchen, die das kaufen. Wie sollen sie es bezahlen, wenn ich überschulden? Und dann werfen wir ihnen die Schulden vor. Ja, was denn nun? Ich bin immer für eine gewisse Logik, kann ich nur sagen. Und übrigens an der ganzen Griechenland-Krise, da gibt es so eine bebilderte Zeitung, die schrieb immer, was uns das alles kostet. Deutschland hat nicht einen Euro bezahlt. Wir haben verdient. Und das kam nur raus durch eine Frage. Weil nämlich auf die Kredite, die die Europäische Zentralbank zahlt, Zinsen gezahlt werden müssen und die werden verteilt bei den anderen. Wir haben über 2 Milliarden eingenommen. Und eine stark bebilderte Zeitung tat immer so, als ob wir uns alle totzahlen an Griechenland. Das ist wirklich richtig gelogen. Und selbst wenn man Redakteur dieser stark bebilderten Zeitung ist, kann man das verstehen, wenn man sich dafür interessiert. Ich habe da übrigens mal eine Blattkritik gemacht. Und dann habe ich am Schluss gefragt, ob Sie wissen wollen, wann ich die Bild-Zeitung lese und was mich an ihr begeistert. Sagte so. Dann sage ich, ich kann Ihnen sagen, ich lese die Bild-Zeitung nur im Urlaub. Und zwar, weil Urlaub für mich darin besteht, dass ich nicht mehr die Süddeutsche Zeitung, nicht mehr die Welt, nicht mehr die FAZ, all das nicht mehr lese. Und dann habe ich Ihnen gesagt, wenn was Wichtiges passiert, also mal angenommen, ich sterbe, dann erfahre ich das ja auf Seite 5 der Bild-Zeitung und das reicht. Und dann habe ich gesagt, was ich liebe, kann ich Ihnen auch sagen, Ihr Kreuzworträtsel ist das Einzige, das ich vollständig lösen kann. Was auch stimmt. Aber wir haben inzwischen natürlich idiotische Situationen. Auch in Italien ist Lebensrettung nicht strafbar. Was da mit der Kapitänin-Rakete geschieht, ist indiskutabel. Unser Verhältnis zu Russland stimmt nicht.
Das geht so nicht. Wir brauchen den Dialog, wir brauchen ganz andere Beziehungen zu Realisten und nicht die Sanktionen. Da hat ja Ihr Ministerpräsident, will ich ja sagen, auch mal was Vernünftiges gemacht, als er bei Putin war. Aber das hat er natürlich nur gemacht, weil er weiß, dass Sie so denken und weil er weiß, dass es die Merkel ärgert. Aber da muss sie halt durch und die SPD hat da auf Bundesebene auch einen Knall. Mit anderen Worten, wir müssen da mal andere Wege gehen. Russland ist eine atomare Weltmacht. Ich bitte Sie, Frieden und Sicherheit in Europa kriegt man niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Das muss doch noch zu begreifen sein. Wir haben eine wachsende Armut in Deutschland. Ich kann und will das jetzt gar nicht alles aufzählen. Und ich muss nur noch etwas sagen zur Rente. Also, es wird ja immer gesagt, die Menschen werden immer älter, deshalb müssen sie später in Rente gehen. Interessant, diese Theorie. Dann sagt man, das ist im Interesse der Jungen, weil die sonst zu lange zahlen müssen und zu viel zahlen. Auch interessant. Was den Jungen nicht gesagt wird, ist, dass sie länger arbeiten müssen und eine Minirente beziehen werden. Das vergessen sie immer zu erwähnen. Das ist die eigentliche Katastrophe. Das Zweite, es hat ja nie einer untersucht, ob 65-Jährige heute weniger erschöpft sind als vor 30 Jahren. Das bezweifle ich. Wir leben nur länger, weil die Medizin sich entwickelt hat und man mit bestimmten Krankheiten länger lebt als früher. Dass der Erschöpfungsgrad sich wirklich verändert hat, stimmt nicht. Dann verwechseln Sie immer Ihren Beruf mit anderen Berufen. Natürlich kann ich mit 90 Jahren noch im Bundestag herumdödeln, ohne dass Sie es merken. Aber ich kann eben kein Dach mehr decken. Verstehen Sie, keine Operationen mehr durchführen. Und es muss ja einen geben im Bundestag, der Ihnen das sagt. Also das ist das eine Problem. Ich finde diese Verschiebung des Renteneintrittsalters völlig falsch. Welchen anderen Weg gäbe es? Ganz einfach, wir müssten, ich meine, die nennen sich große Koalition, da können Sie doch mal eine große Reform machen. Wir müssten den jungen Leuten sagen, für euch machen wir das völlig anders. Alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte, alle. Das Zweite, was wir sagen müssten, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenzen. Wenn du eine Million verdienst, musst du eben deinen Beitrag von einer Million bezahlen. Und Punkt. Und das Dritte, was wir sagen müssten, wir werden den Rentenanstieg für Spitzenverdiener abflachen, damit es nicht zu teuer wird. Darf man? Ist eine solidarische Versicherung. Dann braucht man über Altersarmut nicht mehr zu reden. Dann, mir hat mal Wolfgang Schäuble gesagt, die 67 waren erst der Anfang. Da habe ich ihn gefragt, wo das Ende ist. Wollte wissen, ob bei 87 oder 92, hat er mir aber nicht gesagt. Also weiß ich nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Wir werden es ja erleben. Deshalb geht das nicht. Wir steuern auf eine Altersarmut zu, die für die Gesellschaft unerträglich wird. Das geht nicht. Heute geht es noch. Aber wenn ich an die jetzt 30-Jährigen, an die jetzt 40-Jährigen denke, dann wird das die blanke Katastrophe. Ich muss noch auf einen Punkt kommen. Und zwar, warum ist eigentlich das Ansehen des politischen Establishments so gesunken? Früher waren wir mal so am vorletzten Platz, dann waren die Letzten die Polizisten, das hat sich geändert, die Polizisten sind jetzt weit vor uns, wir sind auf dem allerletzten Platz. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist die unverständliche Sprache der Politik. Sie reden nicht wie Volksvertreterinnen und Volksvertreter, sondern wie eine Elite, die mit dem Volk nichts zu tun hat. Das geht nicht. Das zweite ist, dass sie Argumente nicht nach Prinzipien benutzen, sondern so, wie sie sie brauchen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als sie sich entschlossen haben, das erste Mal Krieg zu führen nach 1945, nämlich gegen Jugoslawien, wurde mir Folgendes gesagt: Serbien verletzt die Menschenrechte der Kosovo-Albanerinnen und Kosovo-Albaner, vielleicht beginnt sogar ein Völkermord, das kann man nicht zulassen, deshalb müssen wir einmarschieren, selbst wenn es völkerrechtswidrig ist. Gut. Kann ja Ihre Meinung sein, meine war es überhaupt nicht. Ich hatte eine gänzlich andere. Das Zweite ist, was dann nicht geht, ist, dass Sie heute Waffen an Saudi-Arabien liefern. Denn Saudi-Arabien verletzt ja nicht nur die Menschenrechte im Innern, sondern führt Krieg gegen den Jemen und nutzt die deutschen Boote, um ganze Gegenden abzusperren und lässt zu diesen Bevölkerungsteilen weder Medikamente noch Lebensmittel durch, sodass sie an Hunger und an Krankheiten sterben. Das machen sie trotzdem. Wenn ich einmal sage, ein möglicherweise beginnender Völkermord ist so schlimm, dass ich einmarschieren muss, um ihn zu stoppen, und im anderen Falle sage, das geht mich nichts an, das ist mir auch wurscht, ich verkaufe trotzdem Waffen,
mache ich mich eben restlos unglaubwürdig. Und da kann ich Ihnen noch viele andere Beispiele sagen. Und das ist der Grund, weshalb dann die Leute in den USA natürlich nicht die Clinton wählen, die ja genau aus dem politischen Establishment kommt, sondern den Trump. Weshalb sie einen Orban wählen und weshalb eben auch in Deutschland die AfD und in Frankreich die Le Pen erfolgreich ist. Aber wissen Sie, ich rede mir den Mund fusselig. Sie begreifen es nicht. Sie setzen ihre Methoden fort. Die Zeit von zwei großen Volksparteien ist vorbei. Wir werden hier Änderungen erleben. Aber wir müssen um die Demokratie kämpfen, weil die Menschen setzen immer mehr auf den starken Boss, so ein Erdogan-Typ. Glauben Sie mir, der wird noch was finden, dass er nicht abwählbar wird. Und was Sie immer vergessen, ist Folgendes. Der stellt drei Forderungen, die Sie vernünftig finden. Und die Demokratie, die quatscht und alles dauert so lange. Und dann sagen Sie, Mensch, dann wählen wir den, der setzt das schnell durch. Stimmt ja auch. Aber was Sie vergessen ist, danach macht er drei Sachen, die Sie überhaupt nicht wollen. Und Sie werden ihn nie wieder los. Deshalb müssen wir, so anstrengend die Demokratie ist, sie verteidigen. Lassen Sie mich sagen, ein Fehler der Einheit muss jetzt überwunden werden. Ich meine, wir sind im 30. Jahr des Mauerfalls und bald sind wir im 30. Jahr der Herstellung der deutschen Einheit. Dass man immer noch in Ost und West nicht gleiche Löhne für gleiche Arbeit beziffert, ist doch ein starkes Stück. Wir haben jetzt veröffentlicht, Thüringen steht auf Platz 6 bei Industriearbeitsplätzen. Das ist ganz gut. Also Sie haben auch viele westliche Bundesländer. Der Lohn ist 30% niedriger. Ja, das ist einfach indiskutabel, kann ich nur sagen. Indiskutabel. Und das Zweite ist die Rente. Also, dass man immer noch nicht die gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung bezieht, das ist ebenso indiskutabel. Das dürfen wir uns auch nicht mehr bieten lassen. Und ich möchte, dass wir da fordernder werden. Wir sind zu bescheiden gewesen. Wir haben zu oft den Kopf gesenkt. Das ist nicht unsere Rolle. Ich bin dafür, dass wir selbstbewusst auftreten. Ich will nicht, dass wir den Bayern überlegen sind. Aber ich will auch nicht, dass wir ihnen unterlegen sind. Wir müssen allen gegenüber gleichberechtigt auftreten können. In gleicher Augenhöhe. Das ist das Entscheidende. Also, deshalb meine Bitte an Sie. Verändern Sie die Verhältnisse in Sachsen. Der Wechsel ist überfällig. Und deshalb bitte ich Sie, Ihre Zweitstimme der Linken zu geben, denn die entscheidet immer über die Stärke einer Fraktion. Und ich möchte, dass es eine Regierung gibt, an der wir beteiligt sind. Also mit den Grünen. Wir müssen die SPD zwingen, dann auch diesen Weg zu gehen. Also wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Und ich möchte Ihre Erststimme für Thilo Hellmann. Der Junge ist einfach intelligent, er ist in Ordnung, er kann auch reden und er wird auch, weil er so jung ist, wird er ein bisschen aufmuntern in diesem Landtag. Das wird auch dringend erforderlich. Manchmal schläft man da ja ein. Das darf nicht weiterhin passieren. Dann will ich Ihnen noch was zu den Alten sagen. Also, Sie wissen ja, in der DDR war es so, dass Politiker gar nicht aufhören konnten, es sei denn, sie starben, ne? 1990 wäre der Honecker nochmal für 5 Jahre zum Generalsekretär bestimmt worden, auch wenn er schon jenseits von Gut und Böse stand. Das interessierte ja keinen. Im Westen ist es nicht so, aber sie warten immer, bis sie abgewählt werden. Wenn der Kohl in der letzten Legislaturperiode gesagt hätte, zum Ende hört er auf, wäre er mit Glanz und Gloria gegangen. Nein, er brauchte noch eine Wahlniederlage. Merkel genauso. Die ist zwar noch Kanzlerin, aber sie musste sich erstmal eine Wahlniederlage organisieren. Deshalb habe ich 2015 gesagt, nee, Leute, rechtzeitig an die nächste Generation übergeben und habe aufgehört als Fraktionsvorsitzender. Wenn ich nochmal kandidiert hätte, hätten sie mich wahrscheinlich nochmal gewählt, hätte mal weiter kandidieren können, dann wäre ich noch mit 90 Fraktionsvorsitzender gewesen. Aber, nein, Sie hätten ja dann gemerkt, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich nicht, verstehen Sie? Ich wäre mit meinen Reden zufrieden gewesen. Aber man muss eben auch selber wissen, wo man sich Grenzen setzen soll. Deshalb sage ich der Jugend, ihr müsst rebellischer werden. Mir gefällt sehr, was die Schülerinnen und Schüler machen hinsichtlich des Klimawandels. Finde ich völlig in Ordnung. Mir gefällt sehr, wenn die Jugendlichen in Berlin in leere Wohnungen gehen und zeigen, dass wir 10.000 leerstehende Wohnungen haben, rein aus Spekulationsgründen, obwohl wir eine Wohnungsnot haben. Das gefällt mir. Die Jugend muss rebellischer werden. Und den Alten sage ich, ihr müsst endlich lernen, das Alter zu genießen. Und jetzt ja, das ist wichtig. Die Alten werden völlig falsch alt. So allmählich, so geht das nicht. Man muss sich ein Datum setzen und sagen, ab dann bin ich alt und ab dann genieße ich das Leben. Dazu gehören drei Sachen.
Als ich 60 wurde, passierte mir das wirklich, kam ein junger Mann, sagte, darf ich Ihnen die Tasche tragen? Sag ich, nun werden Sie mal nicht komisch, ja? Kann ich schon noch alleine. Völlig falsch, ich hätte sagen müssen, ja, und da steht noch ein Koffer. Das heißt, man darf im Alter die Privilegien des Alters nicht abwehren, man muss sie akzeptieren und einfordern. Das Zweite ist, die Alten denken immer, sind verpflichtet, alles zu vererben. Das ist ein schwerer Irrtum. Wenn Sie einen Lebenswunsch hatten und Sie können sich die Erfüllung leisten, leisten Sie sich die Erfüllung. Seien Sie nicht geizig zu sich selbst, gönnen Sie sich was. Selbst wenn Ihre Tochter und Ihr Sohn eine Viertelminute schief gucken, dann müssen die halt durch, kann ich nur sagen. Sie haben da noch genug zum Vererben. Und das Dritte ist, hören Sie auf, den ganzen Tag über Krankheiten zu quatschen. Glauben Sie es mir, davon wird man nicht gesund. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Gregor, für die Worte und ich glaube, viele können es bestätigen, wenn ich gefragt werde, wer ist dein großes Vorbild, sage ich immer Gregor Gysi. Du hast heute bewiesen, dass ich das zu Recht sage und du hast auch bewiesen, dass es in der Hinsicht passt, meine halbe Stunde, die ich immer rede, ist auch eine gute halbe Stunde. Von daher haben wir da auch Gemeinsamkeiten und ich weiß, dass du das letzte Mal hier in Meißen zum Bockbieranstich warst. So. Meißner Bier habe ich jetzt nicht hier, aber ich habe was ganz Besonderes, nämlich Benno von Meißen, Riesling Sekt in Flaschengärung, ein kleines Fläschlein. Du hast viele Wahlkampftermine und kannst du dann nach den Wahlkampfterminen, die du hier in Sachsen hast, dann genießen zu Hause, vielleicht noch ein bisschen das schöne Wetter, noch den Sommer genießen. Ich möchte das gerne im Namen von uns Linken dir übergeben und bedanke mich da, dass auch im Namen aller Besucherinnen und Besucher, dass du heute nach Meißen gekommen bist. Genau. Wir beeilen uns jetzt. Gregor muss dann auch bald nach Dresden. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, gehen noch mal schnell rüber ans Zelt und dann können Sie sozusagen noch Gregor Gysi Waffeln genießen, aber es geht flink. So, jetzt wird nicht der Sekt schon getrunken, aber wir hören jetzt noch ein Lied von Gregor.